Servus Leute, heute habe ich einen Streets Loot Guide für euch. Ich habe die Map jetzt schon wirklich viel gespielt und es gibt da einige Hotspots, die ich gerne mit euch teilen würde. Da gibt es einen Haufen Loot als Scav sowie auch als PMC, man braucht nicht so viele Keys, deswegen auch als Scav. Und ich kann natürlich nicht den kompletten Loot auf Streets abdecken, aber meine favorisierten Hotspots, wo ich schon wirklich viel guten Loot, insbesondere auch Bitcoins rausgezogen habe, deswegen auch die Bitcoin-Route, die will ich einfach mal mit euch teilen. Viel Spaß! Meine bevorzugten Loot-Spots auf Streets sind das Post-Office, die Polizeistation, der Autohandel rund um Kaban, die Fabrik und Concordia 64 bzw. auch die Tiefgarage. Und da werde ich jetzt einfach mal mit euch drüber gehen und wir stehen hier schon neben dem Post-Office. Das Gebäude heißt, ja, Post-Office, obwohl es eigentlich ein Wohnhaus ist oder sowas, ist halt unten ein Postamt drin und deshalb heißt es so. Und ich werde einfach bloß schnell drüber gehen, hier meinen Laser anmachen, hindeuten, wo das Zeug spawnt. Wo ich immer reinschaue, hier in die Kiste kann man schauen. Da ist aber meistens bloß Essen oder Munition drin und so. Hier kommen die ersten High-Value-Spots. Hier unten kann Bitcoin spawnen, High-Value. Hier kann High-Value spawnen. Hier steht ein PC und hier auf den Tischen kann auch ein bisschen was spawnen. Und es ist auch schon das erste Gebäude von der Bitcoin-Route. Und wenn man hier weiterschaut, kommt der nächste Valuable-Spawn hier in dieser Kiste. Da unten drin. Wie gesagt, kann man als Scav und als PMC machen, weil man braucht hier keine Keys. Dann kann man hier auf den Tischen schauen, da spawnt eigentlich ganz guter Barter-Loot. Hier ein Scav, die Duffel und sowas kann man mitmachen. Hier in den Regalen kann gerne mal Munition oder irgendwas Brauchbares spawnen. Dann geht man nach oben. Und ich habe festgestellt, dass dieses Gebäude auch als Scav, also wenn die Map schon 17 Minuten läuft oder so, auch gerne mal nicht gelootet ist. Also es lohnt sich auch, selbst wenn hier schon Leute drin waren, wurden Bitcoins vergessen, weil sie einfach die Loot-Spots nicht alle kennen. Und hier geht es weiter, das ist eigentlich so der interessante Raum. Hier gibt es einiges an Valuable Spawn. Hier unten können Valuable Spawn, hier auf dem Tisch kann ein bisschen was sein. Dann hier unten in der Tür kann Munition oder auch ein Valuable sein. Hier unter dem Buch müsst ihr schauen, da müsst ihr schauen, ob der Punkt da ist. Ob da ein Bitcoin liegt oder sowas. Hier in der Schublade. Und das war's mit dem Post Office. Man kann das noch ganz ein bisschen erweitern, indem man den Skybridge Key hat. Das ist dieser Key, den man auch für die Quest braucht, bloß für... mit einem Use, der spawnt jede Runde unten in dem Café. Da kann man dann auch noch den ein oder anderen Loot mitnehmen. Ist aber eher so, ja, auch wenn man hier auf einem einfachen Weg raus will, dann kann man hier lang gehen durch dieses Apartment. Aber hier spawnt auch noch ein bisschen Loot. Da ist ein PC. Hier auf dem hier unten kann ein bisschen was spawnen und so weiter. Und dann kann man hier auch auf einem anderen Weg rausgehen. Das war es auch schon mit dem Post-Office-Building. Und je nachdem, wo man spawnt, kann man halt das kombinieren. Also als Scav gehst du dahin, wo man als nächstes gespawnt ist und schaust halt einfach durch. Und als PMC würde ich empfehlen, zu dem nächsten Ort zu gehen, wo ihr looten wollt und nicht einmal quer durch die Map zu rennen, nur weil ihr jetzt gerade dahin wollt. Weil insbesondere am Anfang der Map durch die Karte zu rennen, ist sehr gefährlich und ja, die Chance, dass man halt auf irgendjemanden trifft oder irgendwie dumm erschossen wird, ist recht groß. Und dann kommen wir zum nächsten Spot. Das ist die Polizeistation. Und hier gibt es auch einiges ja, an Bitcoins und guten Raum, den Check 15. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, wo die Loot-Spots hier sind. Hier unten muss man wieder schauen, ob hier so ein Punkt kommt. Da können wieder Bitcoins spawnen. Hier gibt es einen Scav. Dann hier in den Regalen kann immer so ein bisschen Industrial-Loot liegen. Hier gibt es wieder High-Value-Loot-Spawns. Und zwar hier hinten kann auch wieder gutes Badezeug liegen. Hier High-Value-Loot-Spawn. Und dann hier hinten in der Ecke kann ein bisschen was liegen. Hier gibt es natürlich auch so, solche Cabinets. Wenn man die will, kann man die looten. Hier gibt es ein bisschen High-Value-Loot. Da gibt es einen Scav. Hier gibt es einen PC. Hier auf dem Tisch kann was liegen. Hier kann ein bisschen was liegen. High-Value. Und dann hier High-Value. Hier High-Value. Hier auf den Tischen können so Essen und Bader-Sachen. Und hier ringsrum auch Munition und sowas. Hier in der Küche gibt es eigentlich auch ganz gutes Zeug. Hier kann auch was liegen. Dann geht es hier hinter. Hier in den Schränken kann überall was liegen. Hier gibt es Mad-Loot. Hier auf dem Boden kann auch was liegen. Hier hinten gibt es eine Duffel. Hier auf den Bänken kann was liegen. Und dann hier hinten gibt es, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das ein High-Value-Loot-Spot ist, aber ich glaube nicht. Hier hinten können Barter-Sachen liegen. Hier ein bisschen Munition. Da auf der Couch kann was liegen. Und dann hier unter der Treppe ist wieder High-Value-Loot. Hier in der Kiste kann was liegen. Hier unten kann ein bisschen Munition liegen und Essen trinken. Auf der Fensterbank immer ein bisschen Essen trinken oder Munition. Und dann kommen wir auch zu dem ersten Bereich, wo man dann einen Key braucht. Und zwar hier, diese Tür ist noch offen. Da kann hier ein bisschen Essen, Trinken liegen. Und hier hinten in dieser Schüssel kann High Value spawnen. Und dann diese drei Türen hier, die sind alle verschlossen. Und dafür braucht man den Iron Gate Key. Iron Gate Key, dass man hier reinkommt.
Ihr seht's. Der kostet, glaube ich, im Moment nicht allzu viel. Ist auch ein Quest-Key am Anfang. Vom Vibe ist er wahrscheinlich ein bisschen teurer. Man kann hier High-Value spawnen. Hier auf der Matratze kann man spawnen. Ich bin gar nicht sicher, ob hier was drin spawnen kann. Aber schaut mal rein. Dann. Man kann es immer von außen nicht sehen, was gespawnt ist. Das heißt, ihr müsst reinschauen. Hier hinter dem Bett kann was spawnen. Dann in dem Raum hier gibt es ein bisschen mehr. Da sind noch zwei tote Scavs drin. Zwar hier toter Scav. Hier High-Value spawnen. Habe ich auch schon Bitcoin gefunden. Toter Scav. Hier kann was spawnen. Und dann geht es runter hier durch den Drop. Hier auf der Couch kann ein bisschen was spawnen. Der Couch kann was spawnen. Hier kann was spawnen. Immer nach Ammo schauen oder was halt gebrauchen könnte. Ne? Hier hinten keine High-Value-Spawns, aber sollte man auf jeden Fall durchschauen. Hier auf der Couch. Dann hier kann was spawnen. Grafikkarten und sowas kann man hier auf jeden Fall finden. Und dann geht es zum Check 15 rauf. Check Naya 15. Das ist ein sehr interessanter Raum. Und zusätzlich habe ich dazu immer noch den Stairs-Key dabei. Für diese Tür hier, und zwar, das ist der hier, Stairs Landing Key, der kostet, weiß ich was, 15.000 Rubel. Dann hat man hier halt diesen Dropdown, dass man hier wieder runterkommt, und wenn hier jemand reinkommt, kann man von hier oben auch gut abaimen. Und dann natürlich den Check 15 Key, der kostet ein bisschen mehr, ich glaube 1,5 Millionen, hat 20 Aufladungen, aber der lohnt sich, der, da ist kein gutes Zeug drin sein. Und dann kann hier auf dem Bett High Value, hier High Value oder halt Mats bauen, High Value, Grafikkarten und sowas ist alles möglich. Hier liegt jetzt irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, das liegt am Offline-Modus. Hier liegt einfach nichts. Aber ja, hier auf der Couch, Bitcoins, Vasen, alles Mögliche. Hier in die Regal, in die Schubladen reinschauen. Hier auf dem Tisch. Hier hinten kann was spawnen, da kann was spawnen. Hier oben drauf. Und das war's auch schon mit der Polizei. Und dann gehen wir direkt weiter zum Autohandel. Zum Autohandel habe ich schon separat einen Guide gemacht, den werde ich euch hier einfach mal einblenden, wie man Kaban bekämpft und so weiter. Deshalb gehen wir hier bloß kurz über den Loot drüber und dann schauen wir weiter. Also hier Mats bauen und wenn ihr wissen wollt, wie man Kaban bekämpft, wie man hier am besten reinspringt und so weiter, dann schaut euch den Guide an, oben gerade eingeblendet. Mats bauen hier, Ledex möglich, Duffelbag hier, hier ist auch ein Mats bauen, da ist eine Technical Crate. Hier oben drin sind so ein bisschen Duffelbags und so ein bisschen Giraffel-Loot, hier drin auch, hier sind ein paar Cabinets, eine Jacke an der Wand, kann man alles mitnehmen, wenn man will. Dann, hier unten in der Garage, Mad-Loot, da können Ledex drin spawnen, Mad-Taschen und sowas. Dann geht's weiter ins Aspect-Building, das ist insbesondere auch als Scav sehr interessant. Erstmal gibt's hier noch eine Technical Crate, da hinten in den Containern gibt's auch immer noch ein bisschen so Duffel-Loot. Und hier gibt's dann, genau, Valuable Spawns, hier in dem Regal, hier oben drauf kann auch, Bitcoin habe ich hier schon oft gefunden, auch als Scav. Dann hier ist ein Valuable Spawn, hier ist ein Valuable Spawn, hier ist ein Valuable Spawn. Hier ist Mad Loot. Ich habe hier schon Ledex liegen sehen, da ist eine Mad Box. Das Interessante hier an dem Aspect Building ist, es gibt halt überall diese Cabinets, die man looten kann, insbesondere wenn man Scav ist. Könnt ihr euch einfach voll machen, stressfrei voll machen und könnt gehen. Hier gibt es Mad Loot in den Regalen, hier gibt es auch noch ein Cabinet und oben sind dann auch noch einige Cabinets. Und wenn ihr hier rein und raus wollt, dann braucht ihr den Aspect Key, der kostet so 80 bis 100.000. Und dann gehen wir rüber zur Fabrik. Die Fabrik auf Streets. Hier gibt es zwar keine Bitcoins, aber einen Haufen Industrial Barter Loot. Und nehme ich immer gerne mit. Und natürlich gibt es hier auch einen Barked Room. Und ja, je nachdem, wo man reinkommt, fangen wir halt hier mal an. Und meistens kommt man tatsächlich von hier aus rein. Und dann liegt hier halt schon über an diesen Haufen. Liegt gerne mal so ein bisschen Barter Loot rum. Kann auch gutes Zeug liegen wie Termit und so 100.000 wert. Und dann kommen wir direkt auch zum Marked Room. Der ist hier. Und zwar braucht man da den Abandoned Factory Marked Key. Der kostet so, ja, 1,2, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 3. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist ein Marked Room, der sich auch lohnt, der sich auch bezahlt macht, wenn man hier ein bisschen was rausholt. Also Injector Case, Doctor Case, Dock Case und sowas. Ammo Boxen habe ich hier schon viel rausgeholt. Hier gibt es noch ein bisschen Industrial Loot. Und dann geht es weiter, hier überall in den Ecken in der Fabrik. Wenn man da die ganzen Spots schnell abläuft, kann man da richtig viel mitnehmen. Auch als Scav, hier kann ein bisschen was spawnen, hier auf dem Tisch kann was spawnen, hier auf dem Wagenheber, hier kann wieder was spawnen. Immer auf den Punkt einfach achten. Hier Industrial Loot, hier auf dem Tisch kann wieder was spawnen, kann sich hier ein bisschen verstecken. Und dann hier in den Ecken wieder, hier spawnt eigentlich immer einiges. Hier, zack, zack, da. Hier einfach einmal entlang gehen und auf den Punkt achten. Und ja, wie gesagt, leider im Offline-Modus liegt jetzt hier nicht so viel. Technical Crate hier. Hier unten ist auch eine Technical Crate, die lohnt sich eigentlich immer. Und dann ist hier hinten auch noch eine Technical Crate. An dieser Stelle. Und wenn man hier runter geht, kann man auch noch hier hinten in der Ecke da in den Regalen schauen. Und hier liegt auch noch so ein bisschen was auf dem Boden.
Kann man auch mitnehmen. Das war es auch schon mit der Fabrik. Ein schneller Loot-Spot, insbesondere als Scav, oft ungelootet. So viele Leute kommen hier nicht her oder als PMC, wenn man in der Nähe spawnt, sehr zu empfehlen. Der Security Room in der Tiefgarage und Concordia 64, das sind so Räume, die ich mitnehme, insbesondere wenn ich hier hinten gespawnt bin, hinter den Concordia Apartments. Hier ist Crash Site Extraction und da hinten geht es Richtung Autohandel, nur so zur Orientierung. Und dann geht es hier runter in die Tiefgarage und dann kommen wir auch zum Security Room. Und der ist hier gleich rechts um die Ecke. Und da braucht man folgenden Key und zwar den hier. Das ist der Concordia Security Room Key. Und dann hier in diesem Raum kann hier ein bisschen Waffenteile liegen. Hier so eine Kamera ist gut. Hier hinten gibt es ein Safe, da gibt es einen PC, da gibt es einen PC. Hier können ein bisschen Waffenteile wie Silencer und sowas liegen. Und das war's auch schon mit diesem Raum. Und dann geht es weiter zum Concordia 64. Da braucht man auch Keys. Das sind Lootspots hier. Die kann man nur als PMC machen, weil man da halt Keys braucht. Und da geht es dann hier hinten hoch. Was man als PMC machen kann, ist natürlich hier diese hier unten ein bisschen looten. Aber da ist der Loot zu verstreut, ist kein Highlight-Loot-Spot für mich. Gehen wir hier hoch, nur zu orientieren, wo wir jetzt sind. Da hinten, hier hinten ist die Baustelle und Collapse Crane Exit. Und dann geht es hier hoch. Dann kommen wir zu Concordia 64. Da braucht man zwei Keys. Beziehungsweise einen zum Reinkommen und dann gibt es noch den Office Key. Concordia 64. Das ist der hier. Concordia Apartment 64 Key. Sollte auch nicht so teuer sein. Und da kann man dann hier rein. Und hier gibt es einen Haufen High Value. Also ich habe hier schon zwei Bitcoins auf einmal gefunden. Hier liegt jetzt einfach mal gar nichts. Hier kann was spawnen. Hier auf dem Bett kann was spawnen. Hier auf dem Sofa. Hier unten glaube ich auch. Da einfach mal schauen. Dann gibt es noch hier diesen Bonus Key. Das ist der Concordia 64 Office Key. Concordia Apartment 64 Office Room Key. Ja, wenn man schon hier ist, nimmt man den mit. Hier ist ein PC. Hier kann was spawnen. Hier oben auf dem Tisch. Hier kann was spawnen. High Value ist hier glaube ich nicht drin. Und dann gibt es hier hinten den Concordia 63, ist es, glaube ich. Hier kann auf der Theke Moonshine oder sowas spawnen. Da immer hinschauen. Dann gibt es hier den Concordia 63. Ja, sag richtig. Apartment. Der ist jetzt, also hier gibt es High Value, aber mit nicht so hoher Chance. Ich habe hier schon einiges gefunden. Hier liegt SJ6 zum Beispiel. Hier einmal rumschauen. Hier kann was spawnen. Ich habe hier schon Bitcoin und Line und sowas hier auf dem Tisch. Und dann gibt es hier hinten noch diesen kleinen Extra-Raum. So ein kleiner Wintergarten ist das, glaube ich, mir da auch nicht sicher. Da können hier auf dem Boden auch noch ein bisschen Sachen liegen. Und das war's mit Concordia 64 bzw. Concordia 63. Das waren meine bevorzugten Lootspots auf Streets. Und wenn ihr da meint, ich hätte noch was vergessen, wenn ich da einen Spot mir mal anschauen sollte, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe festgestellt, auf Streets im neuen Bereich ist irgendwie der Loot mehr verteilt. Im alten Bereich, in der Fabrik, in der Polizei und so, ist da ja der Loot mehr auf einem Haufen, ist mehr so ein Hotspot. Woanders ist es so, du musst mehr laufen, da hast du hier eine Tafel, da eine Tafel. Aber so wirklich diese High-Value-Spots auf einem Haufen hast du leider nicht. Aber vielleicht habe ich da auch was übersehen. Streets ist groß, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, wie gesagt. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.